Wendel Hubers Elefanten und Hunde. Gymnastik der Hinterhand. Man hält sich fest, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Die Futterbelohnung, das heißt die Belohnung überhaupt, ist das wesentliche Merkmal verhaltensgerechter Ausbildung von Tieren. Elefanten stehen wie Pferde mit den Vorderbeinen zuerst auf. Hier allerdings bleiben sie noch auf der Hinterhand sitzen. Auf zwei Rüsseln sitzt sich kommod. Ein schwieriger Abstieg.